Aber ansonsten könnten wir die halt safe machen. Ui. Aber ich will nicht die ganzen Rohstoffe wegnehmen. Weil gerade von Bronze zum Beispiel haben wir halt nicht so viel. Aber wo macht man denn Leinen? Die Leinen macht man bestimmt hier vorne irgendwo. Mit Tochter kann man schlecht sagen, oh, es fällt aus. Ja, okay, das ist schon, das stimmt natürlich. Ja. Da hast du natürlich recht, gerade für Kinder ist Weihnachten, Ostern und so halt immer was ganz Besonderes, ne? Oder du sagst natürlich zu deinem Kind, pass mal auf, der Osterhase wurde von meinem 150.000 SUV überfahren. Von meinem Mercedes-SUV ist der Hase leider tot gefahren worden, der kommt dies Jahr nicht. Kannst du natürlich auch machen, ne? Klar. Ups. Der perfekte Papa. Ja, natürlich, man muss ja auch ehrlich sein, ne? Klar. Man muss ja auch ehrlich sein. Ich meine, das merkt der Hase ja auch gar nicht, ne? Wenn du da irgendwie mit 200 Sachen über den drüber bretterst, dann bleibt von dem Hasen halt auch nicht mehr Hackfleisch übrig, ne? Ja. Quantas, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus an dich. Erik belauscht dich. Ja, ich weiß. Erik ist wie die Stasi. Naja, ich weiß. Aber das ist nicht mehr lange, dann hört er nichts mehr. Weißt du? Deswegen, ich gönne ihm das jetzt noch für die paar Monate. Das ist schon okay. Was wollte ich machen? Ach ja. Unsere Zweieinhalbjährige hat das erste Mal richtig mitgemacht an Ostern und hat sich richtig über die Ostersuche gefreut. Oh, geil. Geil. Richtig nice. Aber es war wieder an Ostern Kackwetter, ne? Es war wieder an Ostern Kackwetter. Ich weiß noch, vor 1 oder 2 Jahren hat es an Ostern, glaube ich, sogar geschneit. Upsi. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, ich wollte gucken, was brauchen wir nochmal? Schmied und dann war das die Söldnerrüstung, ne? Hier. Söldner. Bei uns waren 20 Grad. Echt, bei uns hat am Sonntag hat's gepisst, wie Sau. Und heute auch. Ja, Samstag ging. Samstag war nice, aber Sonntag hat's geregnet. Ich weiß nicht, Wächter oder Söldner? Huch. War das wieder der SM-Zauberer? Hä, wo ist er hin? Boah, krass. Der ist so gut im Verstecken, ne? Boah. Heftig. Heftiger Typ. Hey, Tobi, da bin ich wieder. Na? Irgendwas, Na? irgendwas passiert in der Zwischenzeit? Was hast du gerade? Hä? Irgendwas? Nee, wir haben über Ostern geredet. Ah, okay, ja, okay. Kannst du vielleicht mal den Kollegen in einem Chat ausrichten? Die sind wie? Miss Finster, Miss Finster! Oh, Dankeschön. Oh, wie geil. Tobi, ich kriege gerade. Ja, Sport Was hat sich kriegt der jetzt schon? Hallo, Tati. Sport hat sich mega gelohnt. Soll ich von Tobi grüßen? Liebe Grüße zurück, Tobi. Sport. Geil, hallo, wann wieder mit? Die ist wieder weg. Ach so, ja, okay, Oh schade. Gott, ja, Sport hat sich richtig gelohnt heute. Was frisst du dir da jetzt rein? Donuts oder was? Ich baller mir jetzt schön Milchshake rein und dann habe ich Chicken McNuggets. Und Tobi? Miss Finster, Miss Finster! Oh, Tobi, ich habe heute richtig Sport gemacht. Mit Sport, erstmal zu Meckes. Ich spüre, wie meine Muskeln wachsen, wenn ich das trinke. So. Ja, sicher. Ja, klar. So.
Meine Lachmuskeln vor allen Dingen. Oh, lecker. Verdammt. So. Was mache ich hier eigentlich gerade? Stoff. 4 Stück haben wir wieder. Oh, das dauert alles so lange, ne? Unverschämt. Ein Polster brauche ich noch. So. Lukas hat jetzt Kuchen. Fanta-Schnitten. Oh. Was? Okay, Fanta-Schnitten sind voll geil. Oh, was? Das ist so gemein. Das ist schon richtig mies. Junge, Junge. Wir bereiten uns gerade für den Dungeon vor, ne? Nicht wundern, das ist genau das, was wir gerade machen. Man sieht's ja auch. Professionell wie immer. Tobi upgradet gerade. Ich upgrade natürlich auch gerade. Fanta-Schnitten ist quasi wie so ein... Ja, zum Beispiel wie so ein Zitronenkuchen, aber da ist zum Beispiel Fanta mit drin. Und dadurch ja, oder halt so wie so, Dings so mit Schmand und Sahne, so eine Mischung, und dann ist das quasi so obendrauf gemacht. Ja, das geht auch. Zimt. Das so geht machen auch. Wir das immer. Also wir haben das mal reingemacht, der Fanta, damit wir durch die Kohlensäure wird das dann so richtig fluffig einfach. Voll geil. Njam. So, ich muss leider ewig warten, bis das hier fertig ist, Tobi, es tut mir leid. Warum lachst du schon wieder? Was machst du schon wieder? Ich lach nicht. Du hast gerade, ich habe das unterdrückte Kichern gehört, Tobi. Nein, ich habe wirklich, ja, ich habe nicht gelacht. Wirklich nicht. Nee? Gut, vielleicht habe ich dich einfach so im Kopf als lustigen Typen. Okay. So, Farmboden, Blumenerde, soll ich irgendwas machen in der Richtung gedüngte Farmerde? Ach, Nitrat. Wo kriegen wir denn Nitrat her, Tobi? Hatten wir das nicht letztens irgendwo gefunden? Take it easy. Weiß ich gar nicht. Kann der Alchemist irgendwas? Mörser, was denn Zeugs? Ah, ein blauer Globus. Muss mal kurz weg. Muss mal kurz weg. So, warte. Wo ist er denn da? Oh, ist irgendwie. Oh, ist irgendwie nice, aber na, wir gucken mal. Ich muss noch irgendwie das PC-Setup machen. Ich hoffe, das kriege ich noch irgendwie hin. So. Was mache ich so lange, wie das dauert? Soll ich noch Blumen anpflanzen? Das dauert leider so lange. Und das hat das ist halt doof an dem Game, ne? Ich verstehe, dass es ein Server-Game ist, aber so fürs Let's Play, die Wartezeiten sind teilweise, den meisten Stoff habe ich ja schon gemacht, offscreen. Damit die Zeit eben nicht hier so lange dauert. Aber ja, machst du halt nix. So, man bräuchte einen Industriepark vielleicht. Ich mach nochmal Zuckerrohrsetzlinge. Das ist ja geil. Da ist eine Industriehalle einfach, wo alles läuft. 10 Spinnräder. Und dann brauchst du aber alles nicht mehr, weil du brauchst ja nur einmal alles. Boah. Oder aber Leute, die das für einen machen. Einstellen einfach. Der Schuh. Ganz Tag. Der Random Mushroom hatte sich angeboten. Als. Nein, das war ein Spaß eigentlich. Nun ja, Kisten sortieren, ne? Ah, okay. Ich höre zu. Ja. Ich meine, wir müssen halt den Spiel schon auf den Server ballern. Aber dann würden auch die Timer weiterlaufen. Wenn wir vor Ende irgendwas da reinpacken, irgendwo reinpacken, irgendeine Maschine oder sonst was, dann wird das halt durchlaufen. Bis zur nächsten Aufnahme. Oh shit, was war das denn? Eigentlich nice. Ja. So. Wupp. So, hab ein bisschen Zuckerrohr noch gepflanzt. Wir haben noch ein bisschen Safran, aber. Wir hatten dann das Altmetall entsorgt. Warum liegen da alte Dosen am Zaun? Was ist das denn? Was? Bist du wieder 200 Jahre Mann oder was? Frech.
Er ist ein Roboter, er weiß es nicht besser. Ich gebe dir gleich Roboter, da hau ich dir aber mal die Brille vom Kopf. Hast du unser ganzes Bronze ausgegeben? Ich habe mir eine neue Rüstung gemacht, wenn du was von Dungeon. Ich brauche eine neue Rüstung. Nein, ist ja okay. Ist ja okay. Du musst alles voll alt. Du musst ja auch den Damage weghalten, ne? Aber ich bin ganz ehrlich, optisch ist das halt echt ein mega Downgrade. Ja, optisch war die andere halt viel geiler. Das sieht aus, als wärst du einmal durch den Kanal geschwommen. SM-Zauberer und Schrotti retten die Welt. Affenjunge, Affenjunge und Doofkopf. Einfach aus Tradition. Ja. Ich bleibe immer noch, es wäre geil, wenn man quasi zwei Slots hätte und quasi eine Rüstung anhat und eine fürs Optische. Warum pfeife ich beim Reden? Du hast bestimmt so eine Madonna-Zahnlücke, um sexy zu sein. Ich bin wie Herbert the Pervert. Für deinen Onlyfans. Ja. Chris Griffin. Bar. Ohne Cheese Catch. Du kannst das ein bisschen zu gut, Tobi. Das muss ich mir Sorgen machen. Gandalf und C3PO, Alter. Geiles Crossover. Aber die sehr späten Jahre, das ist. Die sehr späten Jahre. Oh, ist das schön. Was ist, So, warte mal. Ich brauche. Shit, was brauche ich denn noch? Oh Gott. So, pass auf. Ich lass mal schnell die Hundis raus und dann können wir gleich loslegen. Ja, okay. Oh. Ich bin sofort wieder da. Okay, bis gleich, Tobi. Bis gleich. So, Hose und Handschuhe brauche ich noch. Hose und Handschuhe. C3PO lässt kurz die Hunde raus. Ja, warte mal, Hosen, Handschuhe, warte mal, was brauche ich dafür? Sekunde, ich wollte doch eigentlich gucken. So, Handschuhe waren 2 und 4, 6 gelber Stoff brauche ich noch. War das die richtige Rüstung? Gott, ich habe immer Angst, was falsch zu machen. Erzmagier Set, ja, war richtig, ne? 2 und 4, genau, 6 brauche ich, 6 gelber Stoff. So. 6, 1, 2, 3, 4, 5. I can do it. Moment, ist gleich durch. So, Scheibenlied-Time. Ich finde es schön, dass es jetzt Scheibenlied heißt. Das mag ich irgendwie gerne. Aber im letzten Mal schon abgespielt. Warte, gelber Stoff. So, jetzt haben wir. Polster haben wir, gelben Stoff haben wir. Haben wir jetzt alles dafür oder fehlt wieder irgendwas? Brauchen wir noch mehr Stoff? Ja, Hose und Handschuhe. Und damit haben wir es durch. Okay, so. Ausrüsten. Aber eigentlich minus einer. Magieschaden, Fernkampfschaden, Nahkampfschaden. Wache des Nordens, eigentlich schon gut, ne? Mana-Punkte, 2 Mana-Regeneration. Erhöhtes Schadensreduktionslimit durch magische Rüstung plus 300 Lebenspunkte. Okay, jetzt bin ich noch mehr Taschentuch geworden. Aber ich hoffe. Ich muss mal kurz auf mein Mana achten. Hallo? Wieso kann ich nicht schießen? Jetzt. Ja, Mana regeneriert halt langsam jetzt. Ganz kurze Frage, weiß das jemand? Wenn wir 2 von den geilen Ringen haben, ne? Wir haben ja extra einen 2. geholt von denen. Wurden die genervt oder funktioniert nur noch einer? Ist schon sehr krass. Ja, ich finde es auch sehr krass genervt. Shit. War auch OP. Ja, aber so geil. Ach, die hatten vorher beide 20 Mana-Regenerationen. Stimmt. Oh, stimmt. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Shit. Wir brauchen neue. Wir brauchen neue. Die Ringe sind jetzt nicht mehr gut. Ja, das war mein Punkt. Ja, scheiße. Dann brauchen wir neue Sachen.
Und die zweimal minus 40 Mana-Punkte brechen ins Genick. Vorher waren die minus 40, die minus Mana-Punkte waren gar kein Problem, weil die Regen so hoch war, dass du es nicht mehr ansatzweise gemerkt hast. Und jetzt sind die Ringe eigentlich Schrott. Ich guck mal, ob wir bessere Ringe haben. Ich glaube nicht, aber... Oh Junge, wie viele Mystiker-Kursen kann man haben? Ich schau mal, ob wir bessere Ringe haben. Ich glaube irgendwie nicht. Wo waren die denn? Die waren hier, ne? Nee, hier. Endlose Lebensraubchance. Ausdauerpunkte. Plus 1 Mana-Regeneration. Alchemistenring. Ja, das ist alles nichts. Plus 20 Mana-Punkte und plus 2 Mana-Regeneration. Also eigentlich könnte ich einen austauschen gegen den hier. Ja, ich finde die halt, also die haben jetzt wirklich... Die haben sie jetzt so krass kaputt gemacht. Also eigentlich lohnt sich der Ring schon eher, als zwei von denen zu tragen. Wir kriegen jetzt minus 40. Und stattdessen kriegen wir dann, wupp, plus 20. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, wie ärgerlich. Das ist halt super ärgerlich. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir vielleicht irgendwie eine Alternative dazu finden. Ob es noch irgendwas Besseres gibt. Dann würde ich den hier ausrüsten und den ätherischen würde ich lassen. Blöd. Die Schilde waren hier, ne? Jo. Was war hier noch? Schockresistenz, Feuerbeständigkeit, Miasma-Resistenz. Ja, jetzt können wir wirklich Mana-Tränke gebrauchen. Ich habe die vorher mal abgelegt, weil wir die nicht brauchten. Plus 80 Mana-Punkte. Plus 150. Ich nehme erstmal die kleinen mit. Die reichen bestimmt nicht, aber ist egal. Hier lasse ich mal offen. Ein Irrlicht wollte ich noch mitnehmen. Bup. So. Warum man die Items nutzlos macht, verstehe ich auch nicht genau. So, Entschuldigung. Miasma-Tränke braucht man nicht unbedingt. Also Miasma müsste jetzt easy gehen. Der Tobi ist gerade noch nicht da. Ich teste mal gerade. Ich spreche mal kurz runter. Wir schauen mal kurz, wie viel Miasma-Zeit wir haben. 9 Minuten. Easy. Super easy. So, auf der 4. Okay, hier hatte ich die 3. Feuerzauber. Und die Dinger kosten uns auch keinen Mana. Wir haben 2 Stück davon mit. So, wieder hoch. Okay. Schild brauche ich eigentlich nicht, weil ich immer den hier mache. Also eigentlich braucht man das Schild nicht wirklich. Wir schauen mal. So. Schon mitbekommen, habe ich gerade gelesen. Es ist offiziell. Nintendo wurde von Samsung aufgekauft und der Deal hat 64 Milliarden Dollar gekostet, laut GameStar-Tech. Aha. Hast du also bei GameStar-Tech gelesen? Aha. Was für ein denkwürdiger Tag das doch ist. Ja, das ist natürlich huiuiui. An diesem heutigen Tag, an dem wir uns heute befinden. So. Ich persönlich würde aufs Datum schauen. Und dann nochmal gucken. Microsoft hat Dingens gekauft, RimWorld. Für 2,5 Milliarden. Habe ich gelesen. Aber nun ja, mal gucken, ob die es morgen noch behalten. So. Klimm. Die 9. Ich mache nochmal, solange Tobi weg ist, mache ich mal neue Erde.
Was brauchen wir dafür? Wir brauchten die gedüngte Farmerde. Ah, Nitrat brauchen wir dafür. Ha. Nitrat kriegen wir noch nirgends her, ne? Ja, kann ich knicken. Okay. Dann hau ich die erstmal wieder rein. Wir müssen gucken, wo wir den Nitrat herkriegen. Ich tu die mal hier einfach rein. Bumm, fertig. So. Kann RimWorld was? Ist, glaube ich, liege ich falsch, wenn ich sage, es ist eins der komplexesten Games aktuell am Markt? Zusammen mit War Fortress? So. Der eine Ring minus 40 Mana Punkte plus 3 Mana Regen, der andere, das gibt ja keinen Sinn, der eine Region wird mehr, wird kaum so krass sein. Ja, aber der hatte vorher plus 20. Vor dem Upgrade. Plus 20 Regen pro Ring, wir hatten plus 40 Regen. Und damit hatten wir quasi unendlich Mana. Und das war eigentlich gut. Aber der Traum ist geträumt. Entschuldigung. Ja. Ich glaube, für Nitrat müssen wir erstmal seine Sachen hier weitermachen. Achso, das war das hier, ja, warte. Hat der noch irgendwas hier? Nee, ne? Schleifstein alchemitisch. Haben wir den alchemitisch gebaut? Ah, wir brauchen den schwarzen Kessel dafür. Wir brauchen den schwarzen Kessel dafür. Hast du schon von Stefan Raab gehört? Nee, wer ist das? Wer soll das sein? Ist das wieder irgendwer von TikTok? Oder aber haben wir den nicht geholt? Ach, wir hatten ihn schon geholt. Das war der. Oh. Okay, wir können alchemistischen Grundstoff machen, den brauchen wir aber auch. Okay. Myzel. Wenn ich das auswähle, müsste eigentlich gehen, ne? Wir haben eigentlich alles davon. Geht. Okay. Das ist schon cool gemacht, wie das gelöst haben. Das ist schon ganz cool gemacht. Aber leider dauert alles mal so ein bisschen. So, warte. Bin ehrlich, ich hätte gerne einen zweiten Magierring. Dann würde ich beide Ringe austauschen. Ich glaube, es ergibt mehr Sinn. Nun ja. Stimmt echt. Hab mir auch schon eine neue von Samsung Switch 2 geholt. Ja, klingt legitim. Ist aber ein Mobile Phone. Auf dem du auch Mario spielen kannst. Ich meine, eigentlich wäre es cool. Eigentlich würde ich es feiern. So ein Nintendo Mobile Phone würde ich feiern. Wenn die beiden so einen Joint Venture machen würden, Samsung und Nintendo, wäre irgendwie cool. Weißt du, was ich feiern würde? Na, Silvester. Mal wieder so einen richtig geilen, klassischen Handheld. Handheld? Aber, Steam Deck? Was damit? Ja. Oh. Hatte ich noch nie. Kann ich jetzt nicht sagen, was das heißt. Ach so. Noch nie. Ist halt klassisches Handheld. Das ist schon cool. Aber du kannst halt auch, wenn du möchtest, Emulatoren drauflaufen lassen, ne? Für andere Geräte, die man dann vielleicht spielen könnte. Ich hab letztens beim Mediamarkt vor diesem Rock Alley gestanden. Heißt das Rock Alley? Ja, den wollte ich noch mal testen. Ich habe ihn noch nicht geholt, wollte ich mal machen. Habe ich noch nicht. War schon sau cool. Fand ich auch voll geil. Also, auch wenn du so das Ding in der Hand hast, fällt sich halt voll geil an. Aber halt 900 Euro oder was, ne? 800 Euro ist schon. Ja, cool. Deswegen habe ich noch nicht geholt. Deswegen, ja, war ich ein bisschen sparsam. So. Aber geil ist das schon. Es gibt auch einen von. Oh, da war noch irgendein anderer. Von Logitech gibt es auch irgendwie einen, ne? Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ich weiß nur, da gibt es eine, aber taugt die was? Weil die ist viel günstiger.
Weil ich mitbekomme, dass sie sowas auch haben. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie der hieß. Gut, ich meine, ich sag mal, im Vergleich ist Steam Deck halt relativ günstig, ne? G-Cloud ist aber nur Streaming. Okay. Deswegen war der, glaube ich, ein bisschen günstiger. Verstehe. Okay. Ich war immer ein großer Freund von PS Vita und von PSP damals auch. Ja, das voll geil. Sehr gefeiert. Voll geil. Die Switch finde ich auch ganz geil. Ich muss ganz ehrlich eigentlich sagen, die Switch ist auch Hammer. Geile Konsole. Einfach Game rein, loszocken, fertig. Ohne viel Schnickschnack. Finde ich extrem cool. Ja. Ich muss aber sagen, also was ich auch feiern würde, wenn tatsächlich Microsoft mal ein Handheld rausbringen würde, so ein Xbox-Handheld oder so. Mit der Abwärtskompatibilität und dem Game Pass, boah, das wäre Hammer. Mhm. Ich lese gerade hier, habt das Rock Ally 4 seit 4 Monaten und liebe es. Oh ja, das ist geil. Ja, vielleicht mach ich's doch mal. Oh, ewige Kettenheilung. Braucht Antiseptikum, Salbeiblätter hätten wir hier für ewige Heilungsstrom. Ich könnte dich auch heilen, Tobi. Aber ich habe Ich habe leider jetzt nur noch so wenig Mana, ne? Ich habe mir nochmal den ewigen Eisbolzen geholt. Den habe ich mal gemacht. Dass die das gebufft haben, finde ich nicht gut. Das mit den Ringen finde ich auch super. Also finde ich wirklich ein bisschen schäbig. Also die sind zu sehr debufft einfach. Die sind jetzt komplett wertlos einfach. Kannst du ja direkt knicken. Ärgerlich. Was denn? Achso. Toll, jetzt sehe ich die ganze Zeit wirklich Gandalf und C3PO. Das ist echt gemein. Das ist so gemein. Aber auch so ein Schnabel-Gandalf einfach. Was soll das denn? Das wäre auf irgendeinem schlechten Ball eingeladen. Bei Dishonored oder so. Ja. Oder so ein Maskenball, wo irgendwie nur Eliten hingehen, weißt du, und sich gegenseitig ficken. Was? Ja, so, ich muss doch hier mal. Hier. Was? Erik ist einfach fickt alles. Was? Gibt es da nicht immer diese Bälle, wo diese komischen, die haben so schwarze Masken an so einem Stock immer, weißt du, und dann irgendwie so komische Klamotten und irgendwann ist dann Gangbang-Party. Keine Ahnung. Okay. Weiß ich doch nicht, ich war da noch nicht. So läuft das auf der Branchenparty, also ich verstehe, cool. Oh, warst du noch nie da, Tobi? Du musst mal vorbeikommen. Ich war da noch nie, nee. Ich will auch, glaube ich, gar nicht hin. Stell dir mal die Jungs von Sony vor, Tobi. So. Nee. Der Döler ist da ja auch immer. Und wenn dann da Gangbang-Party, nee, lass mal. Aber wozu brauchte ich denn jetzt die Tinkturen? Ich hatte noch irgendwas, was ich herstellen wollte. Aber langsam sind das so viele Rezepte, dass mein Gehirn käst. Wir brauchten noch für irgendwas Tinkturen. Oh, Fladenbrot, geil. Was für Kreise kennt dein Chef? Haflinger, ich weiß es auch nicht. Deswegen ist er Chef wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Hä? Keine Ahnung. Ich muss auch Connections herstellen. Hä? Ist wichtig für Business. Erik. Warte. Leute, nee, ich meine nicht Nitrat. Ich brauchte irgendwo, für brauchte ich die Dinger. Ich weiß aber nicht genau wofür und ich hatte zu wenig. Oder war das irgendwas? War das bei was mit Rüstung vielleicht? Helles Irrlicht. Ach so. Mir erstmal Überlebensfläschchen. Okay, die können wir auch machen. Okay. Mana-Tränke. Ah, dafür zum Beispiel. Okay, warte. Irgendwas könnte man damit herstellen, wo ich dachte, oh, kann ich nicht herstellen, weil wir brauchen die Dinge erst. Und wir hatten zu wenig. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Was denn? Wie hat man beim Abrollen manchmal ein ganz komisches Geräusch, irgendwie seit dem letzten Update. Oh, die Dinger machen 12% Zauberstabschaden. Oh, das lohnt sich aber schon, oder? Das lohnt sich schon ein bisschen. Plus 25% kritischer Trefferschaden. Plus 8% Chance auf kritische Magietreffer. Was hat unser Hut? Okay, ja gut, aber plus 15% Chance ist auch nice. Okay, plus 12% Magier. Okay, hat der auch. Ja, okay. Ja, gut. Okay. Was braucht man denn alles für diese alchemistischen Grundstoffe?
Ja, nun. Oh Gott. Ja, nun. Grindy, grindy. Warte mal, wo konnte man nochmal den neuen Gleiter machen? War das bei der Jägerin? Gott, ich weiß, das ist alles so... alles so durcheinander. Ne, hier waren die Rucksäcke. Hier waren die Rucksäcke, okay, warte. Are we done here? Der Schreiner hatte die Gleiter, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht genau warum. Jumbo? Ja. Der gleitgeile Schreiner. Oh nein, Tobi. Die geheimnisvollen Hallen der Erloschenen. Warte. Die schaurigen Katakomben, welche die Erloschenen beherbergen, gibt es also wirklich. Meine Tante Elin hat immer Geschichten gesponnen, aber du kennst sie ja. Nein, kenne ich nicht. Sie war schon immer eine Märchenerzählerin. Wenn der alte Balthasar sie selbst gesehen hat, dann ist es wahr, denn es kam von Balthasar. Oh, denk an die Materialien, die Architektur, die Schätze. Ich wünschte, meine kleinen Beine könnten mich auch dorthin bringen. Was denn? Das ist Midget-Shaming, Erik. Hör auf damit. Was? Das stand einfach da. Das stand doch da. Ich habe das auch gelesen, das stand da nicht. Meine kleinen Beine stand da, wortwörtlich. Ich wünschte, meine kleinen Beine könnten mich dahinter. Das stand da wortwörtlich, Tobi. Ich habe Videobeweis, guck rein. Wir brauchen 8 alchemistischen Grundstoff. Tobi. Oh, schön. Warte, jetzt. Ich gehe ins Tagebuch, da müssen die Quests doch irgendwo drin sein. Aber steht da dann. Ist kein Lock mehr dabei, ne? Es stand da, ja. So wahr ich hier stehe, stand es da. So. Natürlich nur auf dem Gronkh-Channel. Ich wollte ja gerade sagen, wir können ja mal den Chat fragen, ob das da wirklich stand. Ja, du meinst, du kriegst da eine verlässliche Aussage? Ein klares Ja oder ein klares Nein? Du bist ein unverbesserlicher Optimist. Man kann ja mal fragen. Ja, sicher kann man das. Aber die Antwort wird dir nicht gefallen, egal was du fragst. So. Nein, einen brauchen wir noch. Okay, eine Minute müssen wir noch warten. Warte. Wie er uns wieder als Lügner darstellt. Ganz ehrlich. Wie kann man im Chat überhaupt noch irgendwas glauben? So. Ich dachte es mir, Lukas. Ich dachte es mir. So. 50 Sekunden müssen wir noch warten, Tobi. In den 50 Sekunden kann ich was anderes machen, ne? Warte. Ich hab mal Wasser geholt. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich hole noch was anderes. Und zwar... Tobi, kannst du mir deinen Greifhaken geben? Ja, warte. Ich pack mal gerade 67 Wasser hier rein, Erik. Ist das nicht toll? Ja. Wobei, du kannst noch selber verbessern, ne? Du kannst den Greifhaken aber beim Dingens. So. So, verbesserter Greifhaken. Bringt das was? Verbessert man. Ach, hier verbessert der Greifhaken einfach, oder was? Genau. Easy. Super easy. Den muss ich den aber ausziehen für wahrscheinlich, ne? Ja, Tobi, zieh dich aus dafür. Oh, geil. So. Bin frei. Geil. Und dann kommt gleich noch was Neues. So. Ist deine Rüstung eigentlich fertig? Ich glaube ja. So, was war das hier? Cool. 4 Leinen brauche ich noch. Also ich sag mal, bis auf diese komische Brille sieht die echt geil aus, die Rüstung. Das mit dieser Maske, da verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das sieht dann wirklich so aus. Wie so einen komischen, weiß ich nicht. Was brauchte ich gerade? Leinen. So. Mio. So. Okay. Dann
Tobias, wo ist er? Folgendes. Oh. So. Was ist denn das? Oi. Muss gleich mal getestet werden. 200% Reichweite. Wow. Geil. Geil. 20 Geschwindigkeit. Nice. Boah, wie schnell. Voll geil. Junge. Voll geil. Alter. Super geil. Schon ein bisschen geil. Oh, voll gut. Muss den alten jetzt ablegen. Cool, cool, cool. Haben wir da eine Kiste für? Ja, du stehst quasi genau vor. Ah, ne, hier rechts daneben. Rechts daneben, die hier ist es. So, warte. Blub. Hab einfach reingelegt. Für den Faden, für Leinen habe ich, glaube ich, noch nichts, ne? Ich wollte noch aussortieren. Ha, naja. Zukunftskrog macht das schon. Oh, ich habe nur noch ein Leinen. Warte. Plopp. Tobi, was denn? Nichts. So, ich glaube, wir können. Warte mal, habe ich hier alles? Das? Ja. Also ich glaube, Knochen habe ich hier noch. Warte mal, wo sind denn Knochen? Knochen, bei der Jägerin. Untere Kiste. Ah, okay. Die ich noch blau machen muss. Geht ihr mal los, oder kann ich noch eben die Küche tapezieren? Hey! Ja, mach doch. Das Spiel dauert halt mach länger. Doch. Die Sachen dauern halt schon länger. Gönn dir. Ja? Einfach mal die Küche tapezieren. So ein Einwand. Aber ich glaube, die kann ich nicht herstellen, ne? Haben wir davon ewigen hier? Nee, ne? Nee, Kettenblitz hätten wir. Aber keinen ewigen Kettenblitz. Ewiger Kettenblitz wäre nice. Das wäre schon ganz cool. Aber ja, leider nicht so. Oh oh. Oh oh, ich muss niesen, ne? Oh, Gesundheit, ne? Oh, Entschuldigung. Ja, Jesus Maria, du. Okay, wir müssen nach Westen. Dankeschön übrigens. Wir müssen nach Westen. Gesundheit. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Putzfrau in Gang 3, bitte. Okay, Tobi. Kennst du Leute, die so richtig laut niesen? So, völlig übertrieben. Ja. Ich find's süß, wenn Leute mehrmals hintereinander niesen, aber Leute, die so komplett eskalieren, als würden die sich einmal umstülpen dabei, weiß ich nicht, da ist schon sehr viel Elan dabei. Oder Leute, die so richtig laut gähnen, so. Ja. Oh, also ich hasse sowas. Ja. Boah. Ja, nun. Ich bin ein Lautnieser. Wo gehen wir eigentlich gerade hin? Zum Dungeon. Ach so, ja, okay, cool. Oder? Cool. Wir müssen einfach straight nach Westen. Straight CW. So. Wollen wir kurz was testen? Okay. Und? So. Nach Westen. Huch. So. Nee, Nisa unterdrücken soll man noch nicht. Das soll man auch nicht. Oh nee, das ist nicht gut für den Kopf. Nee. Oh, ist immer noch. Wir können auf dem Weg nochmal schnell da vorbeischauen eigentlich. Wir könnten auf dem Weg nochmal da vorbeischauen. Ich finde, das ist voll das Mobbing. Ich würde ja gerne leise niesen. Hä? Dann mach halt. Hä? Wieso erwische ich nicht? Erwische ich nicht. Oh.
Geil. Tobi, weißt du noch damals? Boah, ja, wie wir uns gefreut haben, dass wir das hier auseinandergenommen haben, ne? Ja. Junge. Wirkt jetzt irgendwie so unangenehm dagegen. Ja. Ich glaube, das ist immer so, oder? Mhm. So. Der Westne. Hier ist noch irgendwo ein Fragezeichen und ich frage mich, was es wohl... Ah! Stimmt, da kommen wir früher nicht rein, Tobi. Da war eine Wurzel, wir kriegen Fähigkeitenpunkte. Oh, ja. Na, das wird ja... Stimmt. Das wird jetzt eine Klassenfahrt hier. Da hat Ulti damals noch einen Zehner geboten, wenn wir da reingehen. Ja, ja, ja. Ulti, ja. Steht das noch mit dem Zehner? Natürlich, das verjährt, sowas verjährt er nicht. Wir gehen jetzt rein. Da sind wir uns alle einig, das verjährt nicht. So, Vorsicht, hier sind wieder diese komischen kleinen Dinger. Ich muss halt nichts machen, die sterben schon durch meine Nähe. Warte mal kurz. Guck mal. Ich muss nichts machen, du musst nichts machen. Die kommen einfach zu mir und sterben. Guck hier. Bumm. Ich bleib nur stehen und die sterben. Krasser Typ, Alter. Es ist mein Geruch, Tobi. Geil. Also der war jetzt richtig geschenkt. Cool. Nimm mal mit. Na klar. Oh, ich habe auch schon wieder 6 Punkte. Das also, sind die Schatten schöner geworden? Das gibt jetzt jedes Mal einen Zehner. Wir gehen jedes Mal rein. Geil. Oh. Da kam mal ein Schaf von oben runter gesegelt. Irgendwie ist die Beleuchtung schöner geworden durch das Update, oder meine ich das nur? Ja, ich glaube auch, ne? Und es gibt auch keinen Nebel mehr im Haus. Wurde auch beseitigt. Oh, geil. Also auch viele, viele geile Kleinigkeiten einfach. So, wollen wir mal... Lass mal hier lang gehen lieber. Weil hoch ist immer schwieriger als runter. So. Oh, eine Fledermaus. Vorsicht, Erik, Vorsicht! Ah! Hä? Wie fliegt die auch noch? Oh, Erik, Achtung! Hat die irgendwas dabei? Wenn du mich nicht hättest. Ja, zum Glück. Fellfetzen. Okay, die lösche ich gleich wieder. Die sind wertlos. Warte mal, hier, Refugium der Flamme, waren wir auch schon drin. Das haben wir schon mal gehabt. War das nicht diese unglaublich traurige Love Story? Ja, wir können ja die Dingens wieder mitnehmen, ne? Genau, ja. die beiden, genau. Richtig. Traurig. Ja. Oh. Ja. Wir haben gerade vielen Leuten Leid erspart, indem sie das finden. So, wir müssen jetzt ein bisschen nach Nordwesten. Aber mal hier oben. Gucken wir mal. Ja, weißt du was? Ich slide einfach mal rüber. Boah, der ist so schnell, ne? Ah, der ist so gut jetzt. Holy shit. Und es gibt noch einen besseren, glaube ich, ne? Es gibt noch eine Stufe drauf. Echt? Tobi, nein! Hilfe! Oh nein! Oh nein! Ich plündere die trotzdem, ne? Ja, mach mal ruhig. Fälle können wir mal gebrauchen, glaube ich. Knochen. Das ist falsch. Ist das... Oh, ist das das hier? Jetzt ein bisschen nach Westen? Ne, ist nicht das hier. Hier sollte es sein. Oder vielleicht hier unten? Oder war das der Eingang gerade dahin? Oh, warte mal, hier ist doch... Was ist das denn hier? Ein Loch? Ja. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Ist das der Dungeon jetzt? Wir sollten vielleicht... Brauchen wir Fackeln dafür? Oh Gott. Ich hab leider keine. Das ist nicht der Dungeon. Nee, das ist nicht der Dungeon. Aber sah so convenient aus. Hm. Ah, guck mal hier hinten. Hier. Glaube ich. Ja. Oh. Meinst du wirklich, hier geht's zum Dungeon? Auf der Map ist er zumindest genau hier.
Okay. Ich glaube, ich war ja noch nicht. Also, ich glaube generell, wir waren... Oha, oh, Tobi, ich glaube, wir sind richtig. Oh, was? Okay, na klar. Das sieht ja beruhigend aus. Aber das ist doch bestimmt ein Dungeon für unser Level hier. Also, das ist ja ein Level 1, oder nicht? Weiß ich nicht. Sind da, was ist das hier? Kann man das abbauen? Sind Dungeons überhaupt für Low Level? Weiß ich nicht. Erik, ich wünsche dir viel Spaß. Du schaffst das. Oh Gott. Oh geil, Knochne. Oh, man kriegt schon Knochen dadurch. Sehr gut. So. Hat sich schon gelohnt, Tobi. Oh, Alter, was ist denn hier? Nice. Okay, wie geil, da geht's rein. Tobi, ich bin gleich da. Nice. Gib mir eine Sekunde. So. Schön. Eine Menge Knochen hier. Wenn wir welche brauchen, weiß ich, wo es welche gibt. Knochenmine, wirklich so. So. Erik, das sind andere Spieler, die hier gescheitert sind, wahrscheinlich. Du meinst, wir werden da nicht liegen? Oh, hier sind noch welche. Hey, hier kann man richtig geil Knochen sammeln für Dingens. Oh, hier ist ein Buch. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ein neues Mysterium enthüllt sich. Sie sind schließlich mehr als nur Legenden. Die Hallen der Erloschenen existieren und in ihrem Inneren erklingen die Melodien einer vergangenen Ära. Erinnerung an eine Zeit, in der ein klarer Himmel herrschte und das Miasma noch tief unter uns schlummerte. Diese Hallen unbekannten Ursprungs gibt es schon seit Jahrtausenden. Aber ihre Architektur unterscheidet sich von dem Stil der Erbauer sehr merkwürdig. Es heißt, dass diese Gruften als Verbannungsorte für die Untersten der Gesellschaft dienten. Da gehören wir hin, Tobi. Ich frage mich, ob die verfluchten Bewohner immer noch auf dieser irdischen Ebene wandeln. Oh, geil, die sind überall Knochen, Tobi, guck das mal an! So. Erstmal aufräumen. Alle schwärmen davon, wie schwer diese Dungeons sind. Knochen, ja! Ja, die können wir brauchen für Dünger und so Zeug. Und Knochenwände halt selber, ne? Bauen, ja. Ja. Brauchen wir halt nicht 70 Wölfe umbringen. So. Geil. So, Tobi, ich bin happy. Bist schon durch? Ich hab schon durchgespielt, ja. Oh. Also ich hab grad die Info bekommen, Dungeons sind wohl Level 10, 15, 20 und 25. Ja, ich weiß nicht, was das hier für einer ist. Also wir sind im Anfangsgebiet. Ja, wir werden es gleich rausfinden. Ich teste mal kurz was, ja? Haben die Knochenhunde? Hier ist Leben drinne. Erich, was machst du? Oh. Okay. Okay, Level 10 geht klar. Oh, guck mal, was die hier haben. Oh! Meine Freunde! Deswegen sind die so stark. Kappa. Oh wow, was ist das denn alles? Schädelbeschwörungsgefäß habe ich gerade gefunden. Ach, damit kann ich einen Schädelbegleiter beschwören. Hm. Toll. Das ist doch alles, was du wolltest, deswegen sind wir doch hergekommen. Okay, ich hätte die Knochen gar nicht sammeln brauchen. Wir kriegen, glaube ich, unendlich viele Knochen. Plündern. Rotes Marmorfragment, okay. Wenn du Mana-Tränke findest, kannst du mir rüber beamen, ne? Ich glaube, die brauche ich nicht unbedingt, aber... Was ist denn das? Wo bist du? Hier. Hi. Guten Tag. Warte mal. Ja. Ich gebe dir die einfach mal. Ja. Warte. Hä? Habe ich falsch gedrückt? Nice. Mhm. Warte. Mhm. Ja. Oh geil, danke. Dankeschön. Sehr. Was isst du da? Ach, du isst Chicken McNuggets, ne? Ich habe aber Kinderschokolade hier. Ich habe mir welche unten geholt. Ich hasse dich. Ich hätte auch noch Duplo Black and White gehabt. Ich tausche Nuggets gegen Kinderschokolade und Duplo. Okay, bin ich dabei.
ich habe schon ewig keine Nuggets mehr gehabt, Mann. Lohnen sich die Dinger hier? Wir haben schon eine Weile lang keine Vasen mehr zerstört, aber hier könnte vielleicht was bringen. Oh ja, 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 rotes Marmorfragment. Oh, Tobi Bücher. So. So, ich bin gleich da, Tobi, ne? Ich bin Magier, ich muss die Bücher mitnehmen. Ihr wisst das. Das mystische Wissen einer alten Welt offenbart sich mir. So, alles Telefonbücher. Oh, das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. So, wo? Was hier? Sehr gut, Black Mirror, sehr gut. Kannst du bis zum Schluss dabei bleiben, so lange geht's ja nicht. Also. Ist ja nur bis zwei. Warte mal, liegt hier noch irgendwas? Nö. Sieht geil aus hier alles, ne? Ja, voll. Oha. Das Geräusch... Oh, Erik, das ist ein Speicherpunkt. Das weiß ich nicht gut. Tobi ist in Level 10, was soll denn hier passieren? Ah, viel Spaß, ne? Oh, ich hab Wasser gefunden. Ich gehöre zum Inventar. Ah, nur ein Stuhl. Oh, sieht halt einfach genauso aus wie die Vase, die du gerade kaputt gemacht hast. Du siehst aus, als würdest du hier reingehören einfach. Geil. Oh, Ausrüstung reparieren. Cool. Oh, nice. Oh, das ist auch nicht gut, dass man das jetzt hier machen kann. Aber ja, gut, Level 10, du hast schon recht. Ja, ja, es passt schon. Ich mache mir wenig Gedanken. Hey, Leute. Ich sammle die Knochen trotzdem. Wir sind richtige Banger. Ich sammle die Knochen trotzdem. Ja. Aha. Oh. So. Hier lohnt sich die Vasen ein bisschen mehr, ne? Hm? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich nehme die Vasen einfach mal mit. Ja, ich auch. So. Besser ist das. Was ist das? Ja, Wasser nehme ich auch mit, was soll's. Ist doch egal. So, plündern. Äste. Geil, Tobi. Endlich haben wir Äste. Ästebahn? Mhm. Ist ja cool hier. Ist das cool? Oh, geil. Nehme ich alle mit. Was ist da hinten? Aber nur eine Kerze? Oh, einfach nur eine Kerze. Ich sehe, Tobi dekoriert schon um. So. Okay, na gut. Oh nein! Nein! Sieh mich nicht so an, Sterblicher. Hast du mal eine Kippe? Sitzt schon ewig hier. Wie du einfach hier reingehörst. Als würde ich dich gerade nach Hause bringen. Was ist das hier oben eigentlich? Du meinst dieses komische fliegende Ding? Ja. Hat es irgendwas gemacht? Weiß nicht. Nicht. Ist das hier gut? Können wir hier durchgehen? Okay. Ich glaube nicht. Wir müssen, glaube ich, einen Hebel finden oder irgendwas, ne? Ist das Bücher? Nee. Okay. Ach, warte mal, hier ist was. Hier ist ein Tisch. Kann man irgendwas ein machen? Tisch? Nee, hab ich schon geschaut. Hier sind Bücher und du hast sie nicht mitgenommen? Was? Bitte korrigiere meinen leichtsinnigen Fehler. Was? Ha. Oh. Ha. Oh. Wir wollen aber auch Vasen, die man zerschlagen hat. So. Okay, ich schaue nochmal da oben nach, aber irgendwie... Nee, hier ist ja gar nichts. Ha. Huh. Ich wünsche, ich hätte Abenteurer-Sinne, mit der ich sowas sehen könnte. Was wir nutzen können. Oh. Okay,
Chat meinte gerade, wir sollen uns die Türen genauer angucken. Jetzt habe ich mir das genauer angeguckt. Da steht eine Zahl. Ist das eine 11? Guck mal. Ist offener. Oder eine. Ja, ob das was bedeutet, weiß ich nicht. Könnte auch ein Pausezeichen sein. Könnte auch sein, ja. Okay. Hm? Das sind römische Zahlen. Ne? Hm? Da haben wir bestimmt irgendwas übersehen, oder? Ich weiß nicht. Das, was ich eingesammelt habe, ist eine Rune. Ach, guck mal da oben. Hä? Guck mal da oben. Wo denn? Da oben. Ach du Heilige. Oh, okay. Oh, so ein Ding ist das. Jumpen Rande. Aber how? Aber wie? Ja. Hey. Hey. Ah. Ah. Hey. Cool. Aber hier gelüftet. Okay. Ja. Gut, oh. Gut. Beim ersten Mal ist immer am schwersten. Aber haben die über. Warte mal, hier sind Vasen. Warte mal. Das sieht ja, hä, das ist ja cool aus da oben. Penny einkaufen? Das sah gerade cool aus mit dem, ne? Wie so ein bisschen Benny Hill Show.